Gentlemen, meine Damen und Herren, this is the moment we've all been waiting for. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. WrestlingFever.de wird 7 Jahre und ihr seid live dabei. Ja, hallöchen, hier ist Rick the Voice Valentine und ich gratuliere WrestlingFever.de herzlich zum Geburtstag und werde natürlich immer wieder bei euch reinschauen, bin gern bei euch. Nette Seite, nette Interviews, auch mit mir, wie es sich gehört. Und ja, ich schaue wieder rein, bleibt uns noch erhalten. Wir sehen uns wieder, wenn ihr 10 werdet. Hallo WrestlingFever.de Fans, hier ist der Turkish Wrestling Shimura Bosbos und ich wünsche WrestlingFever.de am 15. September alles Gute zum 7-Jährigen. Und toi 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 und bleibt so wie ihr seid. Hey Wrestling Fans, ich bin's, Aaron and Sam. Und im Namen der GAW und auch von Erik Schwarz wünschen wir euch WrestlingFever alles Gute zum 7. Geburtstag und viele weitere Jahre mit euch. Dankeschön, Jungs. Für die, die mich nicht kennen. Ich bin die Alpha Female und ich habe gehört, WrestlingFever.de haben Geburtstag. 7 Jahre? Was habt ihr denn in den 7 Jahren so über mich geredet, hä? Ich hoffe nur gute Sachen, denn nur dann kann ich sagen, macht weiter so. Alpha Female und WrestlingFever.de haben eine große Zukunft. Seid dabei. Schluss, alles in ruhig! Denn jetzt spricht Sheriff Frantic zu jedem Wrestling-Fan oder Nicht-Wrestling-Fan. Ist mir völlig egal. WrestlingFever.de feiert 7-jähriges Bestehen. New European Championship Wrestling und Right Stuff Pro Wrestling School. Sowie Mr. Alex Wright himself. Aber das Wichtigste ist, Sheriff Frantic! Sagen alles Gute. It's new. New European Championship Wrestling. Frantic! Achtung, Achtung, hier ist Alex Wright an alle Wrestling-Fans. Ein Alex Wright braucht keinen JF Frantic, um Glückwünsche auszusprechen. Also, jetzt hört mal zu, Wrestling Fever. Alex Wright, The Right Stuff Pro Wrestling School und New European Championship Wrestling wünschen euch zu eurem 7-jährigen Bestehen alles Gute. An das Team, macht weiter so. Es ist ganz, ganz wichtig für unseren Sport hier, dass es seriöse News-Seiten wie euch gibt.